Match von hier Pools. Wir sehen Sketty, wir sehen Fuego, Elo, let's go. Es wird auf jeden Fall explosiv, das wissen wir jetzt schon. Let's go, ey. Digga, das ist, ja, da steckt so viel drin jetzt in diesem Set. Das ist so ein kleines, das Pool-Finale kann man schon fast sagen, um das weiterkommunizieren. Mhm. Und die beiden, ganz ehrlich, ich kenne die beiden gut so auch vom Playstyle. Und ich kann dir nicht sagen, wer das da macht. Das ist auf jeden Fall spannend. Traditionell Skeddy, aber aktuell macht Fuego das sehr gut. Und Skeddy ist nicht wirklich ein aktiver Spieler. Er ist nur bei NIZ da, aber dann so ist die Konzentration auch on point. Manchmal muss man einfach ein bisschen weniger spielen, um halt einfach die Konzentration in solchen Momenten zu haben. Und vielleicht auch so zu denken, ja, wenn ich verliere, ist es nicht so schlimm. Ja, ist das, was du sagst. Also, Fuego. Tritt in den Arsch. Okay. Oh, Nikita. Gemein. Erster Stock hier für Skurdy. Wir haben keinen Game Sound auf dem Kopf. Was ist leise? Okay, der Game Sound. Achso. Aber ist auch nicht so wild. Wir gehen weiter hier. Ich bin mir auch nicht sicher. Ins erste Match. Ja, auf jeden Fall ein Lead für Skeddy. Und gar nicht mal so ein kleiner, weil wir haben Snake hier. Snake ist heavy. Das ist richtig gut. Skurdy. Gurt. Oh, das killt. Ja, okay. So heavy er auch ist, das ist einfach. Ja, was Syntek da schon sagt, wer kann mehr Projektil spammen, ist im Grunde ist es das Matchup. Wer bleibt dominant mit seinen Projektilen? Wer bleibt aber auch patient, wer hält's aus, wer behält die Übersicht? Ja. So, die Ledge Traps sind auf jeden Fall für Skeddy, einfach weil die Projektile viel mehr Bums haben. Und generell Offstage, ne? Also Nikita ist einfach so ein Fall für sich. Ist einfach insane in the membrane. Insane in the membrane. Allerdings Skeddy natürlich auch in den Helm mit uns. Heißt auch Kombo-Potenzial für Fuego. Mhm. Und tschüss. Ja, das war's. Das ist ein wichtiges Doppel für Skeddy. Skeddy bleibt im Lead. Statistik: 2 von 2 Kills Nikita. Also, ich denke mal, das wird in diesem Matchup. In diesem Set auch. Oh mein Gott, er wollte Wargasm machen. Was Freches machen. Er wollte Wargasm machen, glaube ich. Kannst du zwar nicht mehr mit der mit dem Downsmash von Snake, der war in Brawl halt noch eine Mine, aber du kannst Leute schon in deine Granaten futstulen. Das stimmt. Das macht er ja auch. Kennt das noch jemand? Kann jemand mir im Chat sagen, was Wargasm ist? Ja, es gab einen Brawl-Spieler, der hieß Wargasm. Der hat immer mit Cheap Break-Combos gemacht, mit Snake damals revolutioniert. Ich glaube, das war so diese hawaiianische Clique mit Korean und Void. Boah, guck mal jetzt hier, ist der Bild auf. Das sind wichtige Prozente, die er da macht. Und ja, Fuego muss hier was Krasses hitten, so. Und den Kill jetzt langsam holen, sonst wird das eine enge Kiste. Ja, auf jeden Fall. Oh, schön. Schön. Down to down air. Und da kommt sie wieder. Ah, diesmal nicht. Da kommt der Mörser. Oh, gefährlich, der Grab. Ah, nein, der Edge. Der okay, keine Reflexe. Schön gemacht von Elo. Oh, wieder auf dem Boden. Was macht er diesmal? Oh. Er über die Get-Up Attack. Er wusste es einfach und das ist so krass bei Skeddy. Mhm. Er hat einfach diese Reads. Ja, das ist halt so Brawl-Style einfach, ne? Ja, das ist, glaube ich, der Punkt, ne? Weil solche Sachen, so in dem Kopf sein vom Gegner, das sind einfach Sachen, die hast du und übernimmst du einfach von Smash zu Smash. Mhm, und deswegen klappt es auch jetzt, dass er einfach lange nicht spielt und trotzdem gut performt. So. Abseits davon ist er einfach auch ein sehr talentierter Spieler. Aber diese Reads und sowas, da hat er heute schon wieder ein paar Sachen ausgepackt, wo du dir so denkst, Digga, du spielst nicht mal das Spiel derzeit. So. Ja, du spielst vielleicht mal das auch ist halt heftig im Moment. Dann holt er so aber seine Reads raus. Ja, ich meine, du hast auch Doubles gewonnen, du spielst das Spiel auch nicht. Ja, stimmt. Mental. Doubles gewonnen. Ah, geil. Ja, nice. Ja, also ich würde dir da zustimmen. Snake ist, würde ich sagen, so der Charakter, von dem du am meisten einfach so 1:1 übernehmen kannst auch, von Brawl auf Ultimate. Von natürlich gibt es da... Fall, ne? Was? Von den Reads auf jeden Fall. Ja, safe. Mhm. Natürlich gibt es da Unterschiede, aber... Ja, ich meine, Uptilt killt immer noch so böse. Ja. F-Tilt ist immer noch insane. Machst immer noch deine Downfall-Stuff. Match hier mit Lucina. Ja, ja. Wir sehen jetzt hier
Lucina. Also denke ich mal, vielleicht schon der bessere Pick einfach, weil du Snake halt auch offstage auseinandernehmen kannst und das musst du einfach bei diesem Charakter. Du musst dafür sorgen, dass, du musst ihn forcen, nach oben zu recovern und dann musst du ihn auch da auseinandernehmen. Du musst du seine B-Reverses und so checken und dann ist Snake nicht mehr so gut. Wenn du ihn da auseinandernehmen kannst. Ja, Lucina, es wurde ja mittlerweile auch sehr gut vertraut. Mhm. Jetzt geht ihr im Chat an. Böse, wenn du nicht so. Ja, oder das alles hier mentale. Mental Shit. Oh oh. Skelly, die hohen Personen, ja, allerdings. Aber wir schauen mal. Dieses Match ist bisher sehr knapp. Steven, es geht jetzt wirklich um den ersten Kill, der ist so wichtig. Oh, oh, und die. Es steht übrigens 1-0, Skelly. Nicht, dass ihr da durcheinander kommt. Oh, und der Uptilt. Und der Hui. Okay, okay, und Skelly geht hier wieder in den Stock-Lead, aber auch schon mit hohen Prozenten. Bilgo muss das allerdings schnell klären. Lucina besser gewinnt, als er da Backair oder so. Oh. Oh, nicht dran hängen geblieben. Ich dachte schon, dass er da hängen bleibt. Pineappled wird. Lebt sie? Oh, ich sehe ihn nirgendwo. Hat er die C4 im Kopf? Ich glaube nicht, ich glaube das nicht. Okay. Also, Ole holt auf hier. Fuego Elo holt auf. Und juggelt jetzt hier schön. Bejugelte. Even würde ich sagen, ist es nicht, aber Ole hat hier einiges gut gemacht. Und da ist der Roll Read. Und das ist es einfach. Mhm. Das ist es einfach. Das ist Brawl. Das übernimmt er einfach so. Und da muss man sagen, das ist dann vielleicht auch das Habit auf Oles Seite, dass er das Spiel einfach. Beziehungsweise Smash einfach noch nicht so lange zum Skelly das tut. Der hat da einfach den Lead seit Brawl drin. Ja. Der Brawl-Veteran. Der alte Skeeter. Schön einfach okay, so F-Smash. Ah, ich hab da was Rotes gesehen. Ja. Oh no. Oh. Was? So schnell? So schnell übersteuert das? Okay. Ja, sauber. Also, das, genau das hat er eben gerade auch gemacht in Doubles. So hat er uns ja, das Ganze gewonnen, eigentlich. Ja, Tim schreibt hier, Scoudy schreibt, er kann das Matchup eigentlich ganz gut, bezieht sich damit wahrscheinlich auf Ole. Das Scary Special. Aber es ist einfach das Scary Special. Ne? Und das macht er gut, das macht er seit jeher gut. Das hat er schon in Brawl gut gemacht. So. Ja, auf jeden Fall. Nur kein Darkus mehr. Kein DRC. Das heißt, wir gehen jetzt in das potenziell letzte Match für Ole. In diesem Hauptbracket, sage ich mal. Ne? Wir haben ja noch das Silver Bracket. Finde ich eigentlich gut. Finde ich eigentlich gut, dass er Young Link nochmal nimmt. Ja. Hat mit beiden, würde ich sagen. Obwohl, ja, mit Young Link ist es schon noch ein bisschen besser. Wir schauen, was er daraus macht. Aber er muss auch. Oh, was ist das denn hier? Sehr schön von Ole hier. Das Combo-Game. Und das ist es eben. Ne? Du kannst halt Snake auch Combo, das musst du auch machen. Hm. Musst ihn kombon, musst ihn unter Druck setzen vor allem. Boah, schön. Yo, okay, das sauber. Ist nochmal was anderes hier. F-Tilt canceln und Upsmash. Also wir sehen das Mantel von Fuego Elo, von Ole, auf jeden Fall gerade. Gut. Ole will noch nicht. Will ich noch nicht abschauen. Ja, das stabil. Der hat noch Bock. Und das ist ein stabiler Typ. Ja, er muss nur aufpassen, also Skeddy hat halt einen Stahlwand-Mantel. Also. Er wird nicht mal aufgeben, wenn er irgendwie 10 Millionen Stocks hinten liegt. Und er wird auch nicht wirklich schlechter dann. Aber natürlich ist der Lead hier sehr entscheidend, weil Ole kann jetzt ein bisschen in die Defensive gehen, sich ein bisschen zurückziehen und spammen. Oh. Wir sehen hier, das funktioniert auch gut. Und da kommen die Hits, die häufen sich langsam. Es sind keine Kombos in dem Sinne, aber oh. Da fällt er in den Uptaker. Er hätte sicherlich näher machen können nochmal. Aber er wollte fair, also Dragdown fair und dann wahrscheinlich den Kill, ich weiß nicht wie, bekommen. Aber das wäre sehr cool gewesen. Hat leider nicht geklappt. Jetzt den Stock verloren. Das muss er irgendwie natürlich. Oh, das lieber nicht. Oh, ja, Punish. Okay. I see. Starten. Wenn er jetzt den Kill holt mit der Nair, dann baut er dieses letzte Match ordentlich aus. Oh mein Gott. Der hittet ihn. Oh mein Gott. Wer macht das? Er ist noch nicht mal in Kill-Range und der macht das. Und Skelly könnte das jetzt aber. Oh,
Okay. Ich dachte, er macht nochmal F-Smash. Oh, schön getimed hier gerade mit dem Throw. Invincibility. Braucht er auch für den Mörser. Oh. Oh, du geil, gut Goalie, gut Goalie, blieb, blieb, blieb. Okay, okay. Aber Skelly. Skelly geht jetzt auch gerade wieder ein bisschen auf. Oder muss aufpassen. Oh, okay. Hat sich da gecovert. Sehr schön. Der Update kommt. Das ist kein starker Lead für Ole. Jetzt muss er Gas geben. Mhm. Und da ist es nämlich schon wieder. Oh, er versucht's hier. Er versucht immer noch hier. Kombo-Video. Skelly hat Bock auf ein Kombo-Video. Komm, Ole. Gib uns noch ein oder zwei Games. Das ist alles. Glaub daran. Demon Shit. Oh. Das wiederum. Oh! Etwas, was anders ist als im Brawl. Du kannst nicht re-grabben. Du kannst nicht zweimal hintereinander grabben. Und ich würde sagen. Er versucht hier gerade in seinen Kopf zu kommen, aber Ole lässt sich davon nicht. Oh, oi, oi, oi. Oh mein Gott, und das ist echt die Down-B, oh mein Gott. Ja, so schnell kann es gehen. Eben sah es noch so gut aus für Fuego Elo.